Guten Morgen, Leute. Ich sehe aus meinem Fenster und sehe auf einmal das hier. Endlich Schnee. Oh mein Gott. Schön. Also das macht mich gerade richtig happy und das ist ein sehr, sehr guter Start für heute, finde ich. Also 2. Dezember und Schnee. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, dass meine neue Brille da ist. Die werde ich heute abholen, weil das Geschäft hat heute bis 17 Uhr offen. Und oh mein Gott, es passt gerade alles so perfekt. Es schneit. Ich kann mir eine neue Brille abholen. Es wird wahrscheinlich extrem kalt jetzt sein. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und jetzt werde ich dann ein paar Videos machen, also Outfit-Videos. Zurzeit mag ich Outfit-Videos. Ich weiß nicht wieso, aber keine Ahnung, so schminken oder so tue ich mich fast gar nicht mehr. Deswegen habe ich gar keine Schminkvideos mehr online gestellt. Aber heute werde ich mich schminken und danach werde ich wahrscheinlich meine Brille holen und dann vorher noch nach Hause gehen. Oder ich hole einfach Montag meine Brille. Ich weiß noch nicht. Ich habe gerade ein Outfit-Video gemacht. Das habe ich an. Und ich glaube, ich werde das auch heute anlassen. Ich habe 3 oder 4 Strumpfhosen an, also mir wird es sicher nicht kalt. Und die Jacke werde ich die rote hier anziehen. Und meine Kappe. Ich habe mir nämlich diese Haube neu gekauft, aber irgendwie finde ich, dass die nicht dazu passt. Also jetzt zum Schwarz schon, aber zu der Jacke irgendwie nicht, finde ich. Und deswegen ziehe ich jetzt meine Haube an. Also meine Kappe und nicht die Haube. Ich war jetzt live, habe mich geschminkt, wie ihr seht. Und habe mein Outfit eben, ich glaube, das habe ich eh schon gezeigt. Und ja, und jetzt werde ich noch was essen. Ich habe mir gerade ein Kräuterbaguette in den Ofen getan. Das werde ich noch essen. Und dann werde ich auf den Adventmarkt fahren. Ja. Ja. Tschüssi. Hello, Sir. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich werde mich jetzt abschminken, Zähne putzen und dann gleich schlafen gehen, weil ich bin echt müde und es ist echt spät. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt der 1. Adventssonntag. Das heißt, ich werde essen gehen. Ja, aber vorher habe ich jetzt den Katzen jetzt noch was zum Essen gegeben und jetzt werde ich baden gehen, weil ich habe gestern Abend, wie ich nach Hause gekommen bin, war ich nicht mehr baden und ich will baden gehen. Oh mein Gott, meine Pflanze geht ein. Oh nein. Retter in der Not. Oh yeah. Ich habe mich jetzt fertig umgezogen und war eben baden, wie ihr gesehen habt. Und jetzt fahre ich mit dem Zug essen. Und mein Outfit heute ist super süß. Ich liebe diese Bluse. Ich zeige es euch. Guckt mal diese Bluse an. Ist die nicht süß? Und da habe ich eine Leder-Leggings dazu an. Und diese Schuhe, meine absoluten, absoluten Lieblingsschuhe, habe ich eh schon mal gesagt. Und ja, das ist das Outfit. Ich werde jetzt zum Bahnhof gehen, beziehungsweise schnell meine Haare trocknen. Die sind nämlich noch nicht trocken. Und vielleicht schminke ich mich im Zug oder ich schminke mich nicht. Ich glaube, ich schminke mich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich mache aber schnell ein Outfit-Video noch und ja. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Jetzt werde ich den Katzen was zum Essen geben und dann mich umziehen. Hey, ich bearbeite gerade die 2 Videos, also der eine Vlog, wo 2 Videos in einem Vlog sind, so, also dieses Video. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich nicht so viel gefilmt, weil erstens, ich war viel unterwegs so mit Freunden und zweitens, zu Hause habe ich auch nicht gefilmt, weil es mir nicht gut gegangen ist. Deswegen habe ich nur ein paar Clips zu Hause gefilmt, weil ja, zurzeit geht es mir nicht so gut und mit Freunden und so habe ich mich abgelenkt und das hat mir gut getan und deswegen habe ich da auch nichts gefilmt. Es passt nichts. Und ja, ich wollte nur sagen, deswegen ist der Vlog jetzt da 2 Tage lang, weil es mir nicht gut gegangen ist. So. Ich würde mich jetzt
umziehen. Wie gesagt, ich habe mich noch immer nicht umgezogen, weil ich die Videos schneiden wollte. Ja, keine Ahnung. Und ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, das Video. Ciao, ciao, bis morgen.